Herzlich willkommen zurück zu einer Let's Play Factorio. Weiterhin hier mit meiner Wenigkeit Jabur. So, achso, wir können. Ja, ja. Oh, hier hinten kommt immer noch nicht genug Stahl an. Warum ist denn jetzt hier Eisen mit drin? Das war aber nicht so geplant, mein Freund. Na, ich will da eine Kiste zwischen haben, einfach als Speicher. Ich hoffe, dass das dann ja irgendwann mal volllaufen wird. So, wir nehmen uns das hier mal einfach alles mit. Hier können wir auch einfach mal sagen, hey. Das geht leider nicht, schade. Aber hier könnten wir einfach mal die 200 reinlegen. Wird dann ja verarbeitet. Gut, dann gehe ich mal eine Geschütztürme nachladen. Die Munition in dem Sinne rausnehmen, die reinlegen. Sieht doch eigentlich alles ziemlich gut aus. Eigentlich bin ich mega zufrieden. Da haben wir sogar schon rote Munition drin. Ah, ein bisschen wenig, ne? Füllen wir mal auf, komplett. Dankeschön. So. Dann haben wir hier noch eingeschüttet. Hätten wir den einen. Machen wir den mal so. Ich denke, dass die Wichser bald kommen werden, diese die Viecher. So, wir haben keine Batterien bei uns oder so. Nein, gut. Aha. Dieser Smog hier, ne? Schon wir haben hier Smog, da. Das ist aber die eine vorne englische Ort, du. So, hier hätten wir so ja drinnen die Module. Wo hatten wir denn vorhin das mit den, da unten? Also da sparen wir schon mal Energie. Und hier haben wir dann auch nochmal die Energiezellen da rein. Energie sparen. Energie. So, da steht jetzt auch minus 80% Limit. 41,9 kW steht da jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt. Eieiei, 210 kW oder 41 kW. Also das ist schon ein... Ja. Ein Unterschied, Leute. Jetzt ohne Scheiß. Das ist echt ein derber Unterschied, ist das. Also deckt mich an die Füße. Gut, das haben wir dann auch getan. Hier könnten wir zum Beispiel auch überall Energiezellen reinmachen, ne? Also man könnte eigentlich überall sparen. Läuft der jetzt schon voll? Der müsste dann jetzt gleich auch voll laufen. Ja, so langsam kommen wir ans Limit. Sehr schön. Gut, hier laufen die roten Mikrochips. Hier läuft das ganze Dingens. Das ist schön. Das ist wunderbar. Hier kommt Stahle, mein Söhne. Ich bin der Meinung, dass Stahl immer noch zu wenig kommt, ne? Das ist aber schon eine Riesenproduktion, Leute. Also. Na gut. Was soll's, ne? Was muss, das muss, ne? Was rausgehauen werden muss, muss rausgehauen werden. Fertig. Denn dann kann ich sowieso nicht.
Wir brauchen noch ein paar rote. Bisschen. Ja, jetzt geht's los. Ich wusste es. Wo sind sie denn? Was war hier? Der Radar. Da oben laufen sie. Okay. Ich sehe ihn nicht. Was ist er denn? Ja gut, dass jetzt hier Strom fällt, das ist alles... Alles okay. Ja gut, hier unten ist die Radarstation weggefegt worden. Ja gut, Geschütztürme. Kümmern wir uns mal gerade darum. Können wir nicht, wir brauchen Eisenplatten. Na gut, also jetzt geht's los, jetzt kommen diese kleinen Mistviecher. Alles gut. Solange wie wir uns dafür... ausstatten, ist das eigentlich alles okay. So. Bei Eisenplatten, da wir hier nochmal ein paar Geschütztürme bauen. Munition wird ja hergestellt die ganze Zeit, also das ist ja nicht unbedingt das große Problem. Jawohl, die Positivität wieder erhöhen. Dankeschön. Ne, halt. Weil jetzt die Viecher kommen, würde ich gerne Militär. Deswegen hätte ich gerne das hier. Ölverarbeitung. Fortgeschrittene. So. Rot, 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 rot. Dann blau. Okay, dann brauchen wir Strom. Und Förderbänder. Funktioniert das jetzt? Ja, vom Prinzip ist es scheißegal, wie die Dinger laufen. Ja. Sehr schön. Der läuft nicht, ne? Weil er keinen Stahl bekommt. Weil der nimmt gleich ihm das ab. Das ist jetzt schon krank, okay, aber das wird schon laufen. Gut. Geh mal gerade nach unten. Wir holen mal gerade ein bisschen Stein. Oh mein Kleiner. Ja, so ein bisschen Kohle. Immer ein paar, ups, immer ein paar Steine her. Dann stellen wir hier gerade ein paar Wände her. Dankeschön. So. Punkt 1. Geschützturm da unten. Das ist okay. Geschützturm 2. Hier. 200 Schuss. So. Next Geschützturm. Hier. 200 Schuss. Ah, warte mal, das war dumm. Kriegen wir hier gar keine Mauer drum, Leute. Gehen wir so mal hier so hin. Da.
Keine. Okay. Nochmal Schluss. Geschützturm. 200 Schuss. Ich muss gleich dann unbedingt losgehen und Munition mir auch sehr persönlich holen, rote. Sehr schön. Geschütztürme haben wir dann auch stehen. Ein paar. Müssen wir beobachten. Und wo die kleinen Pipi-Männer kommen. Ist gut. Effektiv Vertrag. Ja, Munition und das haben wir alles schon gut erhöht. Dann gehen wir bei und machen wieder Bergbau. Effektiv ist effektiv. So. Haben wir. Ah, 82 Schuss. Nehmen wir uns hier auch nochmal ein bisschen was mit. Da haben wir einen. Hier unten haben wir natürlich noch keinen. Machen wir hier nochmal einen hin. Zack, so, dann hätten wir da auch noch ein paar. Immer noch nicht vollgelaufen. Bitte her. Ich will noch ein paar Solarzellen bauen. Ja, ein paar Solarzellen, sage ich schon, ein paar Batterien. Ich weiß nicht, wie lange wir wirklich mit Batterie über Nacht auskommen werden, aber ohne Scheiß, das werden wir dann wirklich mal sehen. Solange wie ich umso weniger Dreck ich am Anfang ja mache, so wurde es mir ja erklärt, ist es wohl wirklich am sinnvollsten. Also ist doch alles easy. Strommasten. So. Ja, der Rest wird dann geladen, wenn sie da hell ist. 50 neue Batterien. Bedeutet. Ja, gut, das werden wir dann gleich sehen, wenn es hell wird. Solarzellen laufen jetzt gar nicht. 9,8 Megawatt geht ins Netz. Also ich bin gespannt. Das ist so viel, wenn man das wirklich jetzt mal nimmt, was wir an Batterien schon stehen haben. Ich habe gerade nochmal 50 neue gebaut. Einfach so und es reicht locker, Leute. Das ist, ach, bis jetzt mache ich mir null Gedanken. Weil ab jetzt gehen die Solarzellen, schalten sich einfach dazu, produzieren jetzt schon selber 3 Megawatt.
bedeutet ja, dass dann die Energieverbrauch von den Batterien ja auch zurückgeht. Also daher alles easy peasy, Leute. Solarzellen produzieren mehr wie jetzt die Batterien. So. Also eigentlich total easy peasy, Lenging-Queasy. Ganz ehrlich, ohne Scheiß. So, jetzt geht da die Produktion natürlich voll zurück. Bam. Ab jetzt wird vollgeladen mit 12, mit 13, mit 14 Megawatt. Leute, easy. Solange wir er tagsüber immer noch schafft, die Batterien hier zu laden, ist das eigentlich easy. Ah, da können ja die Viecher gerne mal rangehen an diese Dinger. Ah, da brennt in die Zunge weg, du. So. Und wenn man das jetzt hier auch optimieren möchte, müsste ich das jetzt normalerweise auch machen. Ne, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind. So, wir zählen mal. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 und 16. Wir hatten jetzt 16 Hochöfen so stehen. Wo sind sie? Ja. Ich hatte 19 Stück, nicht mal die kriege ich platziert. Und wir haben die Fläche natürlich auch etwas vergrößert. Igelsteine wieder. Ach, leck mich doch am Arsch. Waren hier einmal Viecher und seitdem jetzt nicht wieder, ne? Ja, ich glaube, ich kriege auch nur eine Warnmeldung, wenn man das... Ich muss mir auf jeden Fall... Hochöfen. So. Weiß auch gar nicht, ob es da später irgendwas Besseres noch gibt für die Hochöfen. Bin ich mal gespannt. Boah, wir hatten 19, ne? Nur mal so zur Info. Das wäre 20, 21, 22. Ne? Ich würde mal sagen, das ist schon eine Ansage, was jetzt mehr hierhin passt. Schon sehr bemerkenswert. Okay, fangen wir mal an. Wir müssen auf jeden Fall drauflegen. Ne? Dann hätten wir gerne blaue. Und dann hätten wir gerne noch mal blaue oben. Kann man nicht? Ne, das geht nicht. Okay, okay.
Wäre ja cool gewesen, dass er erkennt, okay, wir brauchen nur einen. Dann brauchen wir Strom. Stell die einfach mal alle her. So. Ab geht die Luzi, Leute. Das ist schon eine Ansage, ne? Die müssten jetzt mehr produzieren wie die da oben. Warum läuft der nicht? Weil der kriegt wieder keinen Stahl. Aber das müsste dann irgendwann, müsste das dann aber auch anfangen, dass es läuft. Weil die hier hinten sind ja mehrere. Oben läuft jetzt die Stahlproduktion wieder wie verrückt. Da unten kommt jetzt auch wieder was an. Hier unten müsste ich dann auch vergrößern. Das ist jetzt die nächste Aufgabe, dass ich hier unten auch vergrößern tue. Ja, wir müssen oben anfangen und da erstmal abreißen. Wie schnell die Öfen aus sind, ne? Natürlich verbrauchen wir jetzt auch viel mehr Kohle. Ich muss nachher gucken, nicht, dass das Kohleband leer läuft, aber ich denke, das wird nicht so schnell passieren. Das Ding nehmen wir jetzt erstmal hier gerade raus. Wir brauchen noch mehr Hochöfen. Produzieren. So. Warum haben wir denn hier den Knick reingemacht? Um hier Kohle hinzubekommen, ne? Ja. Naja, gut, okay. Geht nicht. Der muss auf jeden Fall dahin, weil hier wird da keine Kohle sich mehr greifen können, denke ich. Okay, blau. Es ist aber schon heftig, also ich muss dir das ganz ehrlich sagen, also wenn man das jetzt hier alles hinsetzt, das ist echt schon krank. Ja, ich sage damit aber auch wieder vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Factorio. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen da. Und den müssen wir um einen verlängern. So. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank, bis morgen. Tschüss.